ersten fünf Finalisten haben ihre Songs ja bereits vorgestellt und jetzt kommt die zweite Hälfte dran. Eröffnet wird die zweite Hälfte mit der Startnummer 06. Und Startnummer 06, die hat Maggie Jacobs, 12 Jahre alt, aus Friedburg. Und wenn man Maggie so reden hört, dann möchte man fast glauben oder zumindest nochmal drüber nachdenken, Friedburg. Friedburg, wo liegt eigentlich Friedburg? In Österreich oder vielleicht dann doch eher in Südafrika? Yeah, we're gonna leave in about half an hour or so. At half past one. Meine Eltern sind aus Südafrika und daher, die sprechen eben Englisch und spreche jetzt Englisch. Also es ist praktisch meine Muttersprache. Gott. Ich spiele eigentlich schon voll lang Golf, also seit 5 oder so, weil mein Vater ist ja Golflehrer. Oh. Kopf spielt so und ich. Okay. Ich konnte halt nicht. Ich brauch das jetzt. Schaut, das geht ja schon leichter. Ich darf voll gerne Golf fahren. Und ja, eigentlich tue ich das lieber, weil das ist voll cool. Wow. Ja, Sonny, ich warte, okay? Also es ist nicht so schnell wie Auto und es ist einfach voll cool. Weißt du, das tue ich voll gern. Boah, das kippt jetzt sicher gleich. Manchmal ist es so, dass die Maggie, wenn sie spricht, zwischen Englisch und Deutsch hin und her switcht, aber den Song Girlfriend von Avril Lavigne singt sie jetzt mit komplett neuem Text, completely auf Deutsch. Hier ist mit der Startnummer Nummer 06. Mit der Startnummer 06, jetzt funktioniert wieder. Hier kommt sie, Maggie Jacobs, guten Morgen. Hey, hey, ihr da, schönen guten Morgen. Zeit zum Rausgehen, die Zeiger stehen, aber aufstehen. Bald schon 6 Uhr, es ist Sonntagmorgen. Noch bevor die Hähne krähen, bin ich munter und schleiche wie eine Katze in die Küche runter. An der Matratze lauschen, lass ich schon Kaffee in die Kanne rauschen. Koch im Backofen für die zwei noch ein weiches Ei. Rasch noch Toast verbrennen, Morgengrau nach oben rennen. Dann spring ich mit dem Frühstückstablett. So wie keinen Bock, dass ich allein im Zimmer hock. Drum gibt's im Morgengrauen leider einen Weckerschock. Denn das Programm für heute, Leute, ja, das hat es in sich. In den Zirkus gehen, will ihm zu den Eis gesehen. Auf dem Eis will ich ein paar Runden drehen. Riesenpop und dann im Kino ist am Sonntag Pflicht. Es wird der Hund war gerötet, der Fischenglas war geschüttet. Ich schmeiß alle auf den Federn rauf. Maggie, oder soll ich lieber Mausebärli sagen? Weil jetzt Mausebärli. Oh Gott. Gib Mausebärli, gib Gas. Oh Gott. Ja. Wer nennt dich Mausebärli, Mama und Papa? Der Andi. Der Andi. Hallo Andi.
Und wie nennst du ihn Andi? Andi. Maus. Maus. Da oben sitzt eine ziemlich große Maus, würde ich sagen. Der Andi und das Mausebärli neben mir. War sehr schöne Performance. Ich habe hinter der Bühne mitgetanzt und mitgesungen. Deine Kollegen können das bestätigen. Ja, die nicken schon. Und frag dich jetzt mal, das klingt extremst energiegeladen. So von wegen Aufstehen. Das klingt so, als ob du morgens wirklich aufstehst und 1000 Sachen sofort machst, weil du voller Energie sprühst. Wie ist das eigentlich? Also unter der Woche stehe ich nicht auf. Also da muss schon die Mama dreimal reingehen und beim dritten Mal sagt sie dann, in 5 Minuten kommt der Bus. Oh. Hat sie auch so gemeine Tricks wie Decke wegziehen und Fenster aufmachen und so fiese Sachen? Nein, das hat sie nicht, Gott sei Dank. Die Stimme reicht. Ja. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich und du kannst Platz nehmen. Danke. Dankeschön, Maggie. Wenn Sie finden, dass Sie auch gerne mal mit Maggies Song aufwachen würden, dann merken Sie sich bitte die Startnummer 06. Das ist nämlich die Startnummer von der Maggie.